Ja, also was bedeutet es für uns, für die SKG Stockstadt, jetzt mal gegen so einen Club zu spielen? Es macht einfach riesen Spaß, ja. Und im Hintergrund ist ja auch unser Projekt Procura für unseren Kunstrasen, der jetzt demnächst angeschaffen werden sollte. Alle Einnahmen gehen da rein. Und ja, nicht nur für den Verein ist es gut, für unseren Kunstrasen, sondern auch gerade für uns Spieler. Wir gehen da mit Stolz in die Partien rein und haben einfach Spaß dabei. Ja, natürlich ist es sehr schön, dann solche Manöverkritik ja auch von Bundesliga-Profis und auch einem Trainer wie Dirk Schuster zu bekommen. Ja, das ehrt mich, ja, und ich denke, das hat man auch nicht nur von meiner Leistung her gesehen, sondern auch von der kompletten Mannschaftsleistung, wie wir aufgetreten sind, wie wir gekämpft haben. Und ja, ich gebe immer 200% und wenn halt so ein Spitzenklub da kommt, dann gibt man halt auch mal 250%. Wichs mal einen drauf jetzt. Naja, gut, also ich sag mal, zu spät ist es nie. Ja, ob man jetzt in meinem Alter dann nochmal den Profi-Anfang wagen kann, ja, da lasse ich andere drüber entscheiden. Ich will es auf jeden Fall, wenn es funktionieren würde. Aber ja, ich lasse mal alles auf mich zukommen. Ich wäre dazu gerne bereit.